Heute wollen wir euch eine neue Schreckschusswaffe zeigen. Das ist die Colt 1911er. Die gibt es mittlerweile mit einem anderen Finish. Erstmal für die Leute, die nicht wissen, was ein 1911er ist. 1911er, da geht es um ein Modell, was damals von Colt kam. So sieht die Waffe aus. Die Waffe hat Single Action Only. Was das bedeutet, wisst ihr, hoffe ich. Single Action heißt, dass der Abzug nur eine Funktion hat. Also den Hahn müsst ihr vorher spannen und dann könnt ihr schießen. Natürlich muss die Waffe entsichert sein. Dann könnt ihr schießen. So könnt ihr nicht schießen. Wenn ihr den Abzug betätigt und der Hahn sich spannt und dann wieder abschießt, das ist dann Double Action. Das hat die 1911er prinzipiell nicht. Grundsätzlich hat ein 1911er auch eine Handballensicherung. Das ist hier hinten. Das kann ich euch anhand einer Airsoft zeigen. Er hat hier diesen Hebel. Die Waffe ist jetzt entsichert. Der Hahn ist gespannt. Wir können den Abzug nicht betätigen. Sobald wir hier eine Hand haben, können wir schießen. Deswegen Handballensicherung. Also die Waffe erkennt, dass hier unsere Hand am Griffstück ist und somit kein ungewollter Schuss sich löst. Die Waffe gab es bis jetzt in Schwarz, in diesem Nickel und auch in Chrom. Das ist die Waffe. Die kommt nicht in einem blauen Koffer, sondern in einem schwarzen Umarex-Koffer. Die Waffe ist in so einem Antik-Finish, also ein bisschen alt gemacht. Die Waffe hat auch hier Holzgriffschalen. Wir haben auch separate schwarze Holzgriffschalen. Die sind auch für die schwarze oder für die nickelfarbige oder für die chromfarbene. Die Holzgriffschalen gibt es noch nicht einzeln, die wird es aber geben bald. Hier ist auch ein Pferd abgebildet. Ansonsten seht ihr hier ein paar Abnutzungsstellen, die natürlich bewusst sind. Heißt nicht, dass die Waffe gebraucht ist. Die Waffe kommt tatsächlich so. Das Magazin bekommt ihr raus, indem ihr den Magazin-Auswurf-Knopf drückt. Das Magazin ist auch ein bisschen auf alt getrimmt. Die Sicherung ist nur auf der linken Seite, also für Rechtshänder bedienbar. Für Linkshänder ist das ein bisschen umständlich, aber es funktioniert. Die Waffe wird in einem schwarzen Koffer mit dem Abschussbecher. Wofür der Abschussbecher ist, das hatten wir schon mal in einem Video. Das verlinken wir euch hier oben. Dann ist hier noch eine Bürste. Dazu haben wir mal was in einem Reinigungsvideo erzählt. Das verlinken wir auch da oben. Und hier unten ist weiterhin eine Bedienungsanleitung. Die ist sogar auf Deutsch und auch Englisch. Die könnt ihr zur Not auch bei uns auf der Seite herunterladen. Hier sind die ganzen Anbauteile oder die Teile der Waffe erklärt, wie das Magazin geladen wird und wie man den Abschussbecher auf die Waffe aufschraubt. Wenn ihr euch das nicht durchlesen wollt, schaut euch einfach unsere Videos an. Das war's. Hier seht ihr natürlich auch, wie man die Waffe zerlegt. Das war's zur Bedienungsanleitung. Es handelt sich hier nicht um ein Standardprogramm, sondern die Waffe, es ist ein Jubiläumsmodell und das ist auch limitiert. Wie viele es von diesem Modell geben wird, ist leider noch unklar. Jedoch wird die nicht in 2-3 Jahren weiterhin produziert. Es können 10.000 sein, es können auch nur 50 Waffen sein. Das wissen wir alle nicht. Das Magazin bekommt ihr jetzt schwierig raus. Warum? Weil der Schlitten hinten ist. Der Schlitten drückt gerade auf das Magazin. Was machen wir? Wir ziehen den Schlitten einfach nach hinten und drücken dann auf den Knopf. Dann bekommen wir das Magazin heraus. Wenn wir das Magazin einführen möchten, viele haben da Probleme bei, hier wird das Magazin haken. Ihr könnt es natürlich mit Gewalt reinschieben, macht es aber nicht. Drückt einfach auf diesen Knopf, dann geht es einfacher. Gewalt ist nicht immer eine Lösung. Aber meistens. Für die Waffe werden wir auch ein Holster anbieten. Das verlinken wir euch auch in die Beschreibung. Plus auch auf unserer Seite unter dem Artikel. Den könnt ihr einfach in das Fastholster reintun. Den könnt ihr entweder am Gürtel anbringen oder es gibt auch hierfür Molleadapter. Dann könnt ihr das an eure Weste anbringen, wenn ihr Airsoft spielt oder wenn ihr unbedingt eine Schreckschusswaffe an einer Weste oder an einem Plattenträger haben wollt. Wofür das dann gut ist, weiß ich zwar nicht, aber man kann es ja haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen hoch, aktiviert die Glocke und abonniert auch den Kanal. Nicht vergessen.
Falls ihr nochmal Basics zu Schreckschusswaffen haben wollt, das Video verlinken wir euch hier oben. Tschüss, viel Spaß noch.